Entwicklung des Return of the Living Dead Franchises ist wirklich spannend. Von der Horrorkomödie zum Horror-Slapstick, zum Horror-Splatter und jetzt quasi zum unfreiwillig komischen Splatter-Trash. Und ich muss an der Stelle eines sagen, was wahrscheinlich die wenigsten erwarten würden, aber Return of the Living Dead 4 ist ein unglaublich cooler Zombie-Film. Und ich kann nur jeden Zombie-Splatter-Trash-Fan, der ähnlich gepolt ist wie ich, empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Wir haben eigentlich überwiegend sehr gute handgemachte Effekte, inklusive Fressszenen, die es eigentlich im Return of the Living Dead Franchise relativ wenig gegeben hat. Wir haben den ein oder anderen In-Joke, der zeigt, dass die Macher sich sehr wohl im Franchise auskennen. Aber wir haben billige Sets, wir haben dämliche Dialoge, das Ganze natürlich noch relativ kompetent gefilmt. Also man hat nicht einmal den Eindruck, irgendeinen schwachsinnigen Amateurfilm zu sehen. Und alles, diese ganzen Elemente genau irgendwie in dem richtigen Ausmaß balanciert, um Spaß zu machen. Der Film ist mit nur 78 Minuten Reinlaufzeit ohne Abspann sehr kurz. Es gibt eigentlich keine wirklichen Durststrecken und Hänger und dafür gibt es geniale Einfälle wie einen Maschinengewehr-Zombie. Egal, ob jetzt die Continuity mäßig ist für einen Trash-Fan, ist dieser Film auf jeden Fall sehenswert. Die Frage, die wir am Ende uns vielleicht noch stellen könnten, ist, wie hat's Peter Coyote in den Film verschlagen? Ich weiß auf jeden Fall, euch sollte es definitiv in den Film verschlagen, weil ich persönlich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt mit Return of the Living Dead 4 und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass mit der richtigen Einstellung, und die heißt Videoabend mit Freunden, auch ihr wahnsinnig viel Spaß mit dem Film haben könnt.